Hallöchen, ihr Lieben, zu einem kleinen Shopping-Video. Genau, ich kann euch leider noch nicht viel Neues über die Wohnung sagen. Ihr erinnert euch bestimmt, ich hatte ja schon einmal diesen wunderschönen Grundriss für euch gezeichnet, damit ihr euch vorstellen könnt, wie die Wohnung ungefähr aussieht und wie ich sie einrichten will. Und was mir noch so alles fehlt, hatte ich in Rot eingezeichnet. Ja, leider kann ich da noch nicht viel Neues zu sagen. Ich weiß noch nicht mal, wann die Schlüsselübergabe ist. Und ich werde langsam nervös, weil man ja doch ein paar Sachen dafür mieten muss, so ein Sprinter. Und ich muss mir eine Erlaubnis von der Stadt eigentlich holen, dass ich da vorne, das ist ja so eine Hauptstraße, dass ich da parken darf. So, jetzt bla 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 bla. Jedenfalls, genau. Ich kann euch noch nicht viel präsentieren, aber ich habe einen kleinen Einkauf getätigt bei getdigital.de. Und da habe ich mir so ein bisschen nerdigen Kram für die Wohnung geholt, um genau zu sein, 4 Produkte. Und die würde ich euch jetzt ganz gerne mal vorstellen. Ich habe sie ein bisschen getestet, so gut das ging. Ich habe ja die Wohnung noch nicht, aber werdet ihr gleich sehen. Ein paar Dinge kann ich natürlich noch nicht aufhängen, weil, ja, weil es einfach noch nicht geht. Und ja, genau, dann los geht's. Als erstes hätten wir hier die Pixel-Ofen-Handschuhe, die man für 16,95 kaufen kann, genau. Und als Beschreibung steht auch auf der Webseite Topflappen für beide Hände im Retro-Pixel-Design. Und da würde ich zustimmen, ich finde auch, es sind eher Topflappen, weil das Innere der Handschuhe nicht so stark vorgegeben ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist von innen nicht so stark ein Handschuh, sondern wirklich eher ein Topflappen ohne großartig so einen Platz für einen Daumen zu haben. Ich hoffe, ich konnte erklären, was ich meine. Ansonsten bestehen die aber aus einem wirklich dicken Material. Das ist, finde ich, sehr gut. Ein einziger Wermutstropfen ist eigentlich, dass dieses kleine Loch, wo dieser Anhänger dran war, das kriege ich partout nicht weg. Das bleibt da einfach da unten. Ich habe schon viel gerieben und versucht zu ziehen, aber das Löchlein bleibt. Aber vielleicht geht das ja irgendwann mal weg. Ansonsten sehen die aber einfach nur cool aus, wie man gleich in dem Video bei JJ sieht. Das hast du außerordentlich gut gemacht. Als zweites haben wir hier das Dangerous to Go Alone Schlüsselbrett, in das ich mich verliebt habe, seitdem Seni mich darauf hingewiesen hatte, dass das existiert. Das ist natürlich total cool und das wird dann bald die Gäste in meiner Wohnung begrüßen, beziehungsweise dort können sie dann gerne ihre Schlüssel aufhängen. Das Ganze gibt es für 14,95 €. Es ist sehr gut eingepackt nochmal in eine extra Folie. Also es war in wunderbarem Zustand, als es ankam. Und ja, es ist gut verarbeitet. Einzig, es gibt so winzig, 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 winzig kleine Bläschen auf der Oberfläche, die man aber wirklich nur aus einer bestimmten Perspektive sieht. Ich glaube auch nicht, dass man sie erkennen wird im Video. Aber ich bin mir ganz sicher, dass man die dann, wenn das Schlüsselbrett hängt, nicht mehr sehen wird, weil man das einfach so perfekt gegens Licht halten müsste, um die zu erkennen. Aber ansonsten ist das Teil auch wirklich, wirklich gut verarbeitet, recht dick. Und auf der Rückseite befinden sich die Aufhängungsmechanismen, sowas in der Art. Jedenfalls, man kann sich nämlich entscheiden, ob man das Ganze mit Nägeln, also so aufhängen will, mit richtigen Bohrlöchern, die man machen muss. Oder sowas in der Art. Genau, doch, Bohrlöcher, genau. Das steht ja auch in der Anleitung, die beiliegt. Oder man kann es auch an diesen anderen Hervorhebungen mit einem Posterstrip befestigen oder was ähnlichem. Ich glaube, das werde ich dann eher machen. Aber wir können ja mal einen kleinen Belastungstest ausprobieren, auch wenn ich leider nur eine Schraube in der Wand zur Verfügung hatte. Als nächstes präsentiere ich euch meine neue Fußmatte mit dem Spruch: Sie haben geklingelt, Ihre Anfrage wird bearbeitet, bitte warten. Genau, das Ganze kann man für 24,95 € kaufen
Und die Vorderseite, also da, wo auch die Schuhe dann abgeputzt werden, ist aus Kokosfasern. Und auf der Rückseite gibt es eine Schicht aus so PVC-Folie, damit das Ganze natürlich nicht verrutscht. Ich kann mich nicht beschweren, die Qualität ist sehr gut. Es kam super top eingearbeitet. Es war so eingerollt, aber es hat sich sofort gelegt. Also es war, ja, ich kann mich echt nicht beschweren. Und es ist groß, es ist wirklich groß. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es so groß ist. Aber es wird perfekt vor die Wohnung passen und ich freue mich schon total darauf, wie die Leute darauf reagieren werden. Auf jeden Fall ist aber natürlich wichtig, dass man es korrekt benutzt, wie wir im nachfolgenden Video sehen. Hä? Was? Was soll denn das? Na endlich. Und als letztes präsentiere ich euch diese schöne Pixel-Wanduhr im Retro-Pixel-Look. Das Ganze kann man für 24,95 € kaufen und ich weiß auch schon den idealen Ort für diese Uhr. Die werde ich mir nämlich schön über den Schreibtisch hängen, an dem ich die Let's Plays aufnehme. Da werde ich dann nämlich immer die Uhrzeit im Blick haben endlich und ich komme nicht so durcheinander, wie lange die Parts sein müssen. Das ist doch endlich mal eine Lösung, würde ich sagen. Das Einzige ist, da muss ich erstmal lernen, das zu lesen, weil die sehr, sehr kurz sind, diese Zeiger. Auf jeden Fall ist das Ganze sehr, sehr liebevoll designt. Auch die Rückseite ist total schön, so in einem Pixel-Look gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Und genau, das Ganze für das Aufhängen braucht man dann eine Schraube in der Wand. Also man müsste ein Bohrloch also machen. Und ansonsten hat es hinten ganz normal wohl so ein Quarz-Uhrwerk, in das eine normale AAA, glaube ich, ne? Eine Dreifach-A-Batterie heißt die, glaube ich. Genau, hineingelegt werden muss und schon kann es eigentlich losgehen. Doch voll scheiße aus. Nee, du, ich kann deine Arme dann einfach wegschneiden im Schnittprogramm. Ist kein Problem. Mach weiter, mach weiter. Nun, ich hoffe, die kleine Produktpräsentation hat euch gefallen. Ich freue mich jedenfalls schon darauf, euch die ganzen Produkte dann im Einsatz zu zeigen, sobald ich endlich in der Wohnung bin und sie eingerichtet habe. Ja, bis dahin verbleibe ich mit den liebsten Grüßen an euch. Wir sehen uns schon bald im nächsten Video wieder. Also dann bis dann. Ciao, ciao.